Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Ja, uns verzögert sich immer noch mit den ganzen Folgen. Es tut mir immer noch leid. Aber es ist halt einfach gerade so viel los hier. Deswegen, ja, schaffe ich das leider aktuell einfach nicht anders mit Minecraft. Ich hoffe, ihr versteht das. Jetzt mache ich erstmal eins. Nämlich das Gebiet hier verschönern. Sieht ja voll scheiße aus mit dem Hügel hier. Und bitte auch gleich mal zu entschuldigen, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen komisch rede am Anfang. Ich habe mir gerade eben noch so ein Fisherman's Friend für Arme reingeschoben. Ich habe so einen ekligen Geschmack auf der Zunge. Ist immer so, wenn ich Kaffee trinke, dann bleibt da noch so dieser Kaffeenachgeschmack und der wird irgendwann einfach super abartig. Aber kannst nichts machen, dafür bin ich einfach zu kaffeeabhängig. Das Schlimme ist, ich bin ja schon so koffeingeschädigt. Ich werde nicht mehr wach von dem Mist. Ich bin immun gegen Koffein. Zumindest dahingehend, dass ich halt nicht mehr wach werde davon. Herzrasen kriege ich immer noch davon. Das ist echt nicht schön. Was mich noch wach macht, ist grüner Tee. Aber Koffein? Gar nicht. Nutzt absolut nichts. Trinke ihn nur noch aus Genuss. Wobei es einerseits auch ganz gut ist, weil dann bin ich nicht abhängig davon, durch Koffein wach zu werden. Ja, weil manche Leute auch, die sind halt so koffeinabhängig, dass die anders nicht mehr vernünftig wach werden. Und wenn ich mir denke, jo, ich kann wach sein, wann ich will. Im Gegensatz zu Koffein macht mich wach und vielleicht werde ich davon abhängig, wach zu werden. Ist wach sein, wann ich will, doch die bessere Alternative. Also ist echt so, ich kann wirklich mit sehr wenig Schlaf auskommen. Und wirklich wach sein, wann ich will. Aber je nachdem, wie lange ich geschlafen habe, schlaucht es halt auch, ne? Das heißt, wenn ich statt 6 Stunden, weiß nicht, 2 schlafe oder zu den falschen Uhrzeiten schlafe, dann geht es halt unangenehm auf den Energiehaushalt. Krieg dann extrem Hunger und alles. Ich glaube, hier drin werde ich einfach einen See auffüllen. Ja, mache ich dann. So. Ja, wir sind immer noch hier in unserem alternativen Universum, wie ich das jetzt einfach mal so nenne. Und hier nehmen wir ein bisschen Cobblestone. So. Halt, hier ist ja jetzt auch eine Truhe. Was wollte ich jetzt noch machen? Steps. Sieht doch jetzt schön aus. Okay, da bin ich laut genug. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich nicht laut genug bin, weil ich die Lautstärke der Musik jetzt ein bisschen hochgedreht habe. Aber scheint alles okay zu sein. So, ich werde jetzt mal... Au! Ich werde jetzt mal ordentlich auf die Fresse fliegen. Nee, ich wollte eigentlich sagen, ich werde jetzt mal hier anfangen, so eine kleine Welt aufzubauen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das angehen werde.
Lass mal hier ein bisschen Lehm abfahren. Ich glaube, ich werde mich nochmal ausrüsten und dann nochmal auf in die Höhle runter machen. Irgendwo hier hatten wir ja unseren Ausgang, durch den wir ja rausgekommen sind. Den würde ich dann halt direkt wieder als Eingang nutzen. Und dann das hier alles nach und nach ausbauen. Das Haus vergrößern und so. Verschönern vor allem. Habe ich noch alles an Rüstung? Ja. Seeds kommen hier rein, Clay auch. Dirt kommt weg, Arrows brauche ich. Ah ja, ich habe keinen Flint. Das ist das Problem. Saplings können raus. Cobblestone kann raus. Gunpowder kann definitiv raus. Eggs. Water Bucket. Raw Beef. Dirt. Das Holz. Nehme ich einen Stack mit. Und. Bin ich eigentlich auf Easy? Auf Normal. Nee, doch, auf Easy. Rechts stand das ja drin. Die Torches nehme ich mit. Und dann jetzt direkt, wo es Nacht wird, gehe ich nochmal in die Höhle. Oh, ey, mir tut's los. Verfickte Genickweh, ne? Krieg einen Schlag. So, und wieder runter in die Höhle. Ein bisschen Gravel abbauen, den können wir eigentlich gebrauchen. Und noch ein bisschen Kohle, die können wir definitiv gebrauchen. Und da fliegt die ganze Zeit jetzt der Gravel runter, das wäre langweilig, finde ich. Da haben wir Eisen, das ist auch nice. Eisen. Heute werde ich wieder ein bisschen länger aufnehmen müssen, statt einer Stunde 1,20 wahrscheinlich. Dann direkt die Folgen schneiden, rendern und hoffen, dass ich alles rechtzeitig hinkriege. Muss halt eigentlich mal wieder mehr Minecraft aufnehmen. Aber jetzt habe ich halt wieder das Problem, ne? Ich habe jetzt wieder einiges an Final Fantasy aufgenommen und jetzt so Bock auf Final Fantasy. Blöd, nur in einer Folge muss ich jetzt schneiden, weil da habe ich Scheiße gebaut. Und auf Schneiden habe ich ja absolut keinen Bock. Das heißt, Final Fantasy kann ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen aktuell. Gold. Heißt es jetzt erstmal hier den Rückweg absichern, dass ich schnell wieder hochkommen könnte. Ah ja, mit Holz werde ich wohl nicht hier an der Lava arbeiten können. So, und jetzt einfach mal auf Verdacht hier ein bisschen rumhacken. Ja, ich muss immer auf den Dingen nur drauf rumhacken. Richtig schlimm mit mir, ne? Okay, Kohle kommt raus, dafür kommt der Waterbucket mal eben rein. So. Und wir kommen hier eben mal durch. Einen schönen groß aushacken, damit wir hier nicht von irgendeinem Vieh in der Lava geschossen werden. Das wäre uncool. So, dann mache ich eben ausleuchten, dass hier auch nichts spontan spawnt. Und dann wieder hier ein bisschen abbauen. Und wieder eine Fackel platzieren. Zum Glück haben wir ja genug Fackeln, weil ich es mal wieder vercheckt habe. Ne? Wie viele Fackeln haben wir das letzte gemacht? 130 oder so? Das ist aber eine große Eisenader.
Muss ich aber aufpassen, dass hier nicht auf einmal wieder Lava in meinem Gesicht steht. So. Redstone. Redstone ist auch toll. Könnte man hier auch eine Erntemaschine zum Beispiel bauen. Ich will es ja so machen, dass ich, also ich habe hier unsere Hauptwelt, ne? Und dann ist das jetzt unsere zweite Welt. Also so Städte, die verbunden sind durch ein Portal. Durch diverse Portale. Mit Stadtmauern und so und ja, dass ich halt mehrere Dörfer aufbaue, dort auch Villager ansiedle. Später kann man ja Zombies, also die Zombie-Villager in Villager verwandeln. Dafür habe ich mir zum Beispiel in meiner eigenen Welt die Schmiede eben gebaut. Hab dort die Zombies reingelockt, die Zombie-Villager, hab die eben vergiftet, dass die sich verwandeln können. Und dann eben die Tür zugemacht, dass die dort nicht mehr rauskommen, damit die halt nicht im Sonnenlicht verbrennen, weil während die sich verwandeln, können die trotzdem im Sonnenlicht verbrennen. Was halt echt kacke wäre. Es ist auch nicht billig, die zu verwandeln. Also klar, es kostet nur einen Goldapfel und irgendwas. Und Goldäpfel sind ja später auch nicht so teuer, weil ich meine, Gold hat man einfach. Aber wozu? Ne? Aber ist halt trotzdem ärgerlich. Zumal Äpfel ja zwischenzeitlich nicht so häufig vorkommen. Also später irgendwann droppen die halt aus Eichenbäumen. Auch logisch, Eichenbäume droppen Äpfel, ne? Aber bis dahin sind Äpfel immer noch vergleichsweise selten. Man kann die halt von Villagern, glaube ich, kaufen. Aber dazu muss man halt erstmal Villager finden. Ne? Ja, und dann habe ich eben vor, hier mehrere Dörfer aufzubauen und so und die durch die Portale eben zu verbinden. So eine kleine Welt aufzubauen einfach. Und auch in jeder Welt halt zu spielen und zu leben und weiterzubauen. Also dann spielen wir eben hier in der 1.8.1-Welt, gehen wieder in unsere Alpha-Welt zurück, bauen dort weiter. Dann später bei den Vollversionen gehen wir nochmal ein Stück weiter. Bei jetzt 1.8.1 war ja das große Adventure-Update. Da wurde ja alles umprogrammiert im Prinzip. Und deswegen hat es sich einfach eher gelohnt, hier einen neuen Teil der Welt aufzumachen, als irgendwas. Weil ich meine, bei uns in der Alpha-Welt werden die halt nicht viel von der 1.8.1 mitbekommen. Das will ich aber. Weil die 1.8.1 auch einfach eine tolle Version ist. So, zum Glück habe ich die Diamond Pickaxe dabei. Ja, 1.8.1 ist eine tolle Version und da will ich schon, dass wir was mitbekommen davon. Deswegen, ich werde jetzt auch länger nicht in unsere Alpha-Welt zurückkehren, sondern halt in diesem Teil der Welt hier arbeiten. Und ich werde auch die Baustile sozusagen anpassen. Also drüben habe ich ja... Oh, ach, scheiße, verrutscht. Drüben habe ich ja sehr viele hohe Bauten, ein paar kleine, aber es ist alles schon sehr umfangreich immer. Und hier habe ich eben vor, so ein wirklich kleines, schnuckliges Dorf zu bauen. So kleine Häuser und so. Kleine Hütchen. Eine dünne Stadtmauer und sowas. Drüben, das soll ja alles größer werden. Also eigentlich habe ich drüben auch noch eine Stadtmauer geplant, ich weiß nur noch nicht wie. Aber einerseits muss halt das Dorf oben auf den Hügeln von den Kreaturen beschützt werden. Das heißt, eigentlich müsste die Stadtmauer quer durch meinen Wald verlaufen. Andererseits sind dort eigentlich auch noch Gebäude geplant. Also eigentlich kann ich dort keine Stadtmauer ziehen. Aber für drüben habe ich definitiv noch Pläne. Also wir haben die Alpha-Welt nicht verlassen, sondern... Nee, umgekehrt. Wir haben die Alpha-Welt verlassen, aber nicht hinter uns gelassen. So kann man es wohl eher beschreiben.
Also wie gesagt, also da war ja dieser eine See neben unserem Haus, ne, wo es so ziemlich steil runterging. Da geht auch unsere Bahnschiene lang zum Beispiel. Da habe ich noch Pläne für, also dieser kleine See mitten im Wald. Oder eben jenseits des Wassers. Die kleine Fischhütte und sowas, da soll ja eigentlich auch noch groß gebaut werden. Bin nur aktuell eben sehr auf die Hügellande dort fokussiert. Der unserer Monsterfalle, da soll ja auch noch weitergebaut werden. Die soll ja auch noch verbessert werden, optimiert. Also da will ich auch so eine Vier-Ströme-Monsterfalle draus machen, wie Gronkh die eben hat. Nicht weil Gronkh die hat, sondern weil es tatsächlich die effizienteste Monsterfallmethode ist. Weil die Monster in der Methode halt ins Wasser droppen, aber nicht sterben. Die fallen halt ins Wasser runter und sterben daran nicht. Und selbst wenn sie sterben, die klatschen auf, sterben und das Wasser spült halt trotzdem den Loot raus. Weil alles im Wasser liegt, alles in der Strömung liegt. Das heißt, man könnte theoretisch da bis an die Obergrenze der Welt einen Turm bauen und dann einfach Monster runterdroppen lassen. So an sich gesehen. Weil egal, ob die aufschlagen und sterben oder nicht, du kriegst den Loot. Bei der klassischen Monsterfalle, beim klassischen Häcksler, wo du halt oben den Kasten hast und unten deine Glaskammer mit dem Lavastrom und den Fackeln und so, da unten ist ein Steg drin. Wenn die Monster auf den Steg knallen, gehen die drauf. Ab einer gewissen Höhe. Und dann liegt auf dem Steg der Loot. Es ist auch, die Wasserströmung funktioniert da nicht optimal. Da wird der Loot auch gegen Wände gespült und so. Es kommt, du hast einfach Lootverlust. Und die Vier-Ströme-Monsterfalle ist zwar an sich ein bisschen schwieriger zu bauen, habe ich das Gefühl. Aber du hast eine bessere Loot-Ausbeute. Und dadurch ist sie eben ertragreicher. Muss ich noch gucken, wie ich das mache und wann ich das mache, weil aktuell gibt es ja eigentlich gar keinen Mod-Support fürs Spiel. Weil es ja dieser verfickte neue Launcher ist und ich den einfach nicht modden kann, weil ich dazu nicht imstande bin. Weil ich würde das auch mit Mods machen. Weil diese Kammern ausschachten, das ist halt übel. Da kannst du dir eigentlich echt die Kugel geben, wenn du das ohne Mods machst. Weiß nicht, da hole ich mir vielleicht auch die Faust Gottes oder irgendwas Fast Craft, Fast Build, irgendwie sowas. Womit dann halt die Abbauzeit aufs Minimum runtergesetzt wird. Dass ich da einfach durchballern kann mit einer Diamant Pickaxe. So. Ich habe keine Lust, da jetzt weiter Obsidian abzubauen. Ich habe jetzt nur ein bisschen Obsidian abgebaut, um eventuell noch ein Netherportal ziehen zu können. Nicht hier, aber vielleicht woanders. Ne? Vielleicht finden wir auch unser altes Netherportal.